Adios, mofo. Was macht denn jetzt? Verpisst er sich jetzt wieder? Ah ja, da oben ist jetzt wieder so ein Loch. Wir kommen zurück zu einem weiteren Part von Legend of Zelda Breath of the Wild. Und da verpisst sich jetzt wieder. Anscheinend taucht er echt immer zufälligerweise irgendwo auf und verpisst sich dann wieder. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der Regen überhaupt aufhört. Ich kletter von oben da mal runter dann. Ja, machen wir es so. Wir klettern mir von oben einfach den Berg da runter. Vielleicht bringt das was. Ja, und zwar habe ich den abgeballert und habe eine Schuppe von ihm praktisch gesehen. Bekommen, die ist jetzt da hochgeflogen, da leuchtet sie. Und ich komme da natürlich nicht hin, weil es permanent pisst und mir auf den Sack geht. Ist doch dumm und nervig, ey. Der Scheißregen im Scheißspiel ist nicht normal. Ganz ehrlich. Also das war... Ich könnte mich ja immer noch aufregen. Der Regen ist der größte Witz. Meteorstab. Waffe antiker Zauberer, die drei Feuerkugeln auf einmal erzeugen kann. Ist eine Feuermagie aufgebraucht, zerstört er sich selbst. Dafür ist kein Platz in der Tasche. Ah, das wollte doch der kleine Junge sehen, oder? Scheiße. Scheiße. Nimm den Stab mal mit. Ah, ich hab's nur abgelegt, oder? Ja, Achtung. Ja, scheiße. Mist! Wegwerfen. Ich muss mal die ganzen Sachen benutzen jetzt. Ah, den Feuer, den Meteorstab, den... Oh, cool. Nein. Hoch. Mein Glumanda-Schwanz muss aus dem Wasser raus. So. Zack. Da wieder hoch und hier hoch. Oh. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. Ah, fuck, das sind so Viecher. Geh da runter. Flup. Jetzt hoffe ich mal, dass die Gegner mich entdecken. Und dann hole ich mir jetzt mal schnell noch die Schuppe. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Jetzt pisst es nicht mehr. Jetzt kann ich mir vielleicht mit Glück da die Schuppe holen. So, ich habe mir eben vielleicht schon gedacht, dass die ganze Zeit pisst in dem Level, also in dem Gebiet. Für extra die ganze Zeit für immer pisst. Und dass deswegen hier alles überflutet ist, das hat vielleicht irgendwas Geschichtliches, habe ich gedacht, aber... Nee, es hört anscheinend doch auf zu pissen. Es pisst bloß aus irgendeinem Grund extremst viel. Und das ist mir jetzt aber auch egal, denn jetzt hole ich mir die Schupp-Schupp. Die Schupp-Schupp! Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Hoch da, Link, schnell. Komm schon, Link. Beeindruck mich. Jawohl. Was? Warum? Da konntest du doch wohl stehen, Alter. Als ob. Da kletter ich halt normal hoch. Bitte was? Warum rutsch ich aus? Ey, es fängt schon wieder an zu pissen. Alter. Das ist nicht normal, Mann. Der scheiß Regenlanger. Du kannst nicht weiterspielen wegen dem scheiß Regen jedes Mal. Ey, das ist so dumm. Es war kein Witz. Das ist so dumm mit dem Regen. So dumm. Ey. Da tun sich Leute in der Videospielwelt über so einfache Sachen beschweren wie... Ey, es hört wieder auf. Es fängt wieder an? Was jetzt? Hört's auf oder fängt's an? Ey, da tun sich Leute in der Videospielwelt wegen voll dem unnötigen Mist aufregen. Ey, warum ist der nicht schwarz? Ey, warum gibt's kein weibliches Zelda oder so ein Scheiß? Weibliches Zelda. Kein weiblichen Link oder sowas. Und über das regt dich keiner auf, oder was? Über den Regen, der das Spielgeschehen nicht nur bremst, sondern dich auffällt, überhaupt weiter zu spielen, wenn du willst. Der ganze Kontinent ist voller abgefuckter Berge. Und du musst klettern, du bist gezwungen zu klettern. Und die halten dich auf mit so einem Scheiß in dem Regen die ganze Zeit. Und da regt dich keiner auf, oder was? Ich habe noch nicht einen gesehen, der sich über den Scheiß Regen beschwert hat jetzt. Das Spiel ist jetzt seit fast einem Monat draußen, ne? Hau ab, Langer. Hau ab. Ich habe da noch keinen gesehen, der sich beschwert hat. Ich bin der einzige Depp, den ich kenne, wo sich über den scheiß Regen aufregt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht normal, Mann, mit dem Dreckrotzregen da, Alter. Da ist irgendjemand, war da nicht ganz knusper. Also irgendjemand hat da überhaupt nicht nachgedacht. Ein bisschen Regen, ja, okay.
Aber nicht permanent. Ist die scheiß Schuppe jetzt schon wieder weg oder was? Weil ich so lange gebraucht habe wegen dem verfickten Regen, Alter. Ne, da ist sie. Ich dachte eben schon. Jetzt hätte ich mich richtig aufgeregt. Gib her das Ding. Ich brauche das nicht mal. Ich brauche das gar nicht mal. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr, das Ding. Ich möchte es bloß haben. Ich wollte es nur haben. Aber es war ja wieder ein Kampf. Mann gegen Videospiel war das wieder. Ey, Langer, das ist doch nicht normal. Das ist nicht mehr herrlich. Irgendein Arschloch gehört da wieder gebatscht. Den ganzen gottverdammten Tag lang. Nicht von mir. Bei mir besteht die Gefahr, dass ich ein K.O. hau. Der darf nicht K.O. gehen. Der darf nur Schmerzen haben. Nicht normal. Ganz ehrlich. Dass es auch noch nicht irgendwie rausgepitcht wurde, dass es wenigstens ein bisschen seltener regnet. Nicht mal das. Es regnet permanent. Es regnet mehr wie die Sonne scheint. Kein Wunder, dass hier alles unter Wasser ist. Das ist nicht mehr normal, ey. Ah. Ich könnte mich jetzt den ganzen Scheißtag, der zum Glück noch eine halbe Stunde geht, über Regen aufregen. Regen aufregen. Ey, es regnet schon wieder. Alter. Sag mal, liegt das an dem Gebiet, dass es dauernd regnet? Und selbst wenn ich nicht in dem Gebiet bin, regnet es andauernd. Es regnet mehr wie alles andere. Da, du Depp, hoffe ich fix ins Wasser. Jawohl, so. Ich will nicht killen, ich will nur, dass es aus dem Weg ist. Oh, was ist das? Oh, ein Kockstein. Willst du mich verarschen? Da ist alles voller Gegner. Fuck! Whoops! Hallo? Ja, hab ich schon. Tschüssi. Ich dich ab. Ciao. Whoops! Nicht unten drunter, du sollst hoch! Du kannst im Wasser gegen die Viecher kämpfen. Das sind ja Element. Jetzt kletter hoch, du Arsch. Spring! Ja, was machst du jetzt, ne? Tschüss. Wasser ist vielleicht euer Element, aber... Oh, was zum... Oh, was hat das? Alter, ich wurde gestunt. Hello! Ich verarsche, du Lümmel. Warum? Was machst du jetzt, ne? Wop. So. Junge. Was bringt das? Feuerpfeile. Toll. Ja, scheiß auf den seine Drops. Ich will da hoch. Ich will nur da hoch. Ich will zu dem Schreien. Oh, der Part geht noch ein Weilchen. Ich kann den Part aber beenden. Ich will den Part beenden. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab mich so aufgeregt über den Regen. Mist. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich keinen Bock mehr habe auf Zelda. Weil ich mich die ganze Zeit aufrege über den Regen. Ah. Naja, ich muss mir da gut sein lassen, habe ich das Gefühl, ey. Ups, nicht darüber. Kann ich da hoch? Muss ich erstmal wieder beruhigen. Ein bisschen Flow genießen hier. Oh yeah, Flow. Flow. Es sieht so aus, als wäre das wieder ein Tempel, wo du einfach was geschenkt bekommst. Oh nö, ist es nicht. Okay, geil. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Dauerwelle. Donauwelle. Ich esse gerne Kuchen, Langer. Zählt es überhaupt als Kuchen oder zählt es als Torte? Ich komme da nicht hoch. Doch. Was ist das? Da ist was. Oh, eine Truhe. Cool. Was für eine Truhe ist das? Ein Opal, da ist noch eine Truhe. Hä? Sind noch mehr Truhen? Nö, nö. Okay. Ist hier noch eine Truhe? Sieht nicht so aus. Ich hätte irgendwie Angst, in den Dingern hier zu schwimmen. Ganz ehrlich. Mit diesen ganz komischen Killer-Robotern. Da hätte ich schon ein wenig Angst.
bezweifle ich, dass mir das so gefallen wird. Ich bin eh so einer, wo Angst vor den Sachen im Wasser hat, die er nicht sehen kann. Also nicht unbedingt Angst vor Wasser oder Angst vor den Dingen im Wasser, sondern eher davor, dass er nicht sehen kann, was im Wasser ist. Das passt mir nicht. Ist die alle da rüber vielleicht? Oh ja. Guck an. Das ist ein riesiger Schalter. Komm mal her, du. Bleib mal dort, ist mir egal. Hauptsache ich kann. Wow, das Ding fliegt durch die Gegend. Hauptsache ich kann näher. Wo bin ich? Komm mal her. Zack. Komm zu mir. Nein, ernsthaft, komm zu mir. Näher hin. Komm her. Komm näher. Näher hin. So, jetzt aber. Zack. Komm her, du. Flup. Zora-Schwert besitzt eine dünne Klinge und Verzierung im Stil der Zoras. Die Klinge besteht aus einer höchst widerstandsfähigen Legierung und rostet auch im Wasser nie. Dafür ist kein Platz in deiner Tasche. Okay. Yay. Zora-Schwert. Na. Komm raus da, du Lümmel. Ah, Moment. Das ist kein Aufzug hier dran, sondern das Ding muss ich jetzt rüberschieben auf den Aufzug. Und dann kann ich dort drauf und kann dann da hoch. Jetzt habe ich es kapiert. Ah. Hoch mit dir. Zack. Und. Flup. Gut. Ja. Ja, das war. Das war ganz lustig. Es war nichts Besonderes, aber es war ganz lustig. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe deine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bin ich voll krasser Kerl. Ja, weil das voll die krasse Prüfung war. Ja, komm, ist gut. Lass mich gehen. Und dann versuche ich doch jetzt mal wieder auf den Berg hochzukommen. Damit ich die Erkundung weiter vorantreiben kann. Komme ich schon hier aus hoch? Von hier aus komme ich doch bestimmt hoch. Das sieht schon das aus, als wollte es regnen. Ey, wenn es wieder anfängt zu regnen, dann pisse ich mich aber hin. Fangt bloß an zu regnen. Das sieht perfekt nach Regenwetter aus. Normalerweise bin ich ein relativ großer Freund eigentlich von Regenwetter. Man kann gut pennen. Es riecht gut danach im Sommer. Eigentlich mag ich Regen. Aber nicht hier. Hier auf keinen Fall. Bitte einfach mal nicht regnen. Das ist ja doch top. Ey. Bitte nicht. Das sieht sogar so aus, als würde es nicht nur regnen, sondern stürmen. Ah, bitte nicht. Komm. Kletter einfach hoch, Link. Es ist nicht mehr weit. Wir haben es fast gepackt, lange. Ja, jawohl. So. Paule Berge, das hier müsste alles schon erkundet sein. Und das hier ist große Quell, warte mal. Warte. Hä? Halt. Moment. Wo zum Teufel bin ich? Ab wann ist eigentlich ein Wald ein Wald? Und ab wann ist ein Wäldchen ein Wäldchen? Also, ein Wäldchen werden ja halt mehrere Bäume sein. Aber ein Wald? Ab wann? Ab wie viel Quadratmeter Bäume ist ein Wald ein Wald? Gibt's irgendwie eine Quadratmeter-Formel oder was? Oder ups, Verzeihung. Das wäre eigentlich. Eigentlich ist es absoluter Schwachsinn, sich damit zu beschäftigen, aber interessant wäre es trotzdem. Ab wann ist ein Wald ein Wald? Ab wann ist ein Mann ein Mann? Nee, ist mal kein Witz. Ab wann zählt ein Wald als Wald? Ui. Boah, geil. Mach mal Platz, ich will das angucken. Was wollt ihr, Motherfucker, jetzt? Ich hab doch gesagt, mach Platz, ich will das angucken. Oh, Ablanger. Du bist dein Freund. Fuck, jetzt hab ich den ganzen Rasen weg. Boah, geil, aber sieht geil aus. Gemeines Zeug. Hey, guck mal, die alte Steppe. Nice. Ah. Ist schon. Schon ganz cool hier. Aber. Ich werde ein Part. Boah, Fledermäuse. Nein, schon weg. Ich werde ein Part hier beenden. Oh, cool, guck mal.
Warte, soll ich mir das mit zu gefährlich? Ist da ein Gegner? Nö, ist ein Ziegen. Ich hatte ein paar Tierbänden. Verfolgen die mich noch? Nö. Ich kletter wieder offscreen dann zurück an die Stelle, wo ich war eben. Damit ich das jetzt im nächsten Part wieder so weit rennen muss. Dann gibt es im nächsten Part noch den Amiibo-Part, weil dann ist 12. Wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann weiß ich auch noch, was los ist. Ich denke, dass es irgendwas mit der Zeitumstellung zu tun hat. Weil jetzt halt wieder auf Sommerzeit umgestellt wird. Also dann, bis die Tage, wiedersehen. Ich